arbeiten jetzt seit 4 Jahren zusammen, in unterschiedlichen Funktionen natürlich. Er als Minister mit einer höheren Aufmerksamkeit, ich als Abgeordneter, obwohl er auch Abgeordneter ist. Und ich habe immer gesagt, ich schone dich, aber irgendwann bist du dran in den 4 Jahren und das passt natürlich hervorragend jetzt in dieser Wahlkampfauseinandersetzung. Warum soll ich nach Castrop-Rauxel kommen und über Klimaschutz reden? Denn Sie haben einen Abgeordneten im Deutschen Bundestag, der das besser versteht als, na, ich würde mal sagen, 90% des Deutschen Bundestages, der zu den engagierten Klimaschützern gehört, aber der gleichzeitig, und wie soll das anders sein, er kommt schließlich aus dem Ruhrgebiet, Arbeit und Umwelt miteinander verbinden will. Sie haben einen exzellenten Abgeordneten. Ich bin zuständig für das Thema Klimaschutz und Emissionshandel, also Energiepolitik, jetzt in der Bundestagsfraktion der SPD seit fast 4 Jahren. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir bei dem Thema weiter nach vorne gehen und dass sich bei der Bundestagswahl entscheidet, ob es weiter nach vorne geht, ob wir was tun für ein gutes Klima, ob wir was tun für sozial gerechte Energiepreise, das ist ein zutiefst sozialdemokratisches Thema, und ob wir was dafür tun, dass wir die Wirtschaft umgestalten, erneuern und eben eine neue Energiepolitik auch zu einem Jobmotor machen. Wer kein Gold und nicht mehr so ganz viel Kohle im Boden hat, der muss sich um das Gold in den Köpfen kümmern. Das ist, finde ich, das, was wir machen müssen. Und weil wir das in der Vergangenheit ganz gut gemacht haben, haben wir ganz gute Chancen, in den nächsten Jahren zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Und zwar in dem Bereich, den Frank und ich und Norbert hier vertreten. Im Bereich der Umwelttechnik und in dem Bereich der Energietechnik. Wir haben ein wirtschaftliches Problem. Wie gehen wir damit um, dass es mehr Menschen gibt, die die Rohstoffe haben wollen, aber die Rohstoffe nicht unbegrenzt da sind? 80% der in Deutschland hergestellten Windenergieanlagen gehen inzwischen in den Export. Das ist doch eine Chance, neue Arbeit zu schaffen. Und alle Institute, egal ob in der EU, in Großbritannien, in die Deutschen, sagen, die Deutschen haben die besten Chancen, weil wir am weitesten sind und weil wir am meisten Erfahrung haben. Wir brauchen Leute wie Frank im Deutschen Bundestag, die eben, wie gesagt, selber sich Gedanken machen über die Zukunft unseres Landes und ihrer Region und die nicht einfach nur ablesen, was ihnen andere Leute aufgeschrieben haben. Frank, vielen Dank für 4 Jahre große Unterstützung und Begleitung. Und dass ich hierher komme, ist natürlich auch der Wunsch, dass du mit einem großartigen Ergebnis wieder direkt in den Bundestag gewählt wirst.